Herzlich willkommen zu deiner Meditation zum Vollmond. Denn der Vollmond dient besonders gut dazu, dich zu öffnen und weit zu werden. Wenn dir meine Meditation gefallen, wenn du sie genießt, dann kannst du auch gerne einen meiner Online-Meditationskurse für dich nutzen, um dir eine Meditationsroutine in deinem Alltag zu schaffen. Den Link zu meinen Kursen findest du unter diesem Video in der Infobox. Und nun begib dich für deine Meditation in eine bequeme Position, im Sitzen oder Liegen. Achte darauf, dass du es schön warm und kuschelig hast. Und nun schließe deine Augen. Und atme zu Beginn dreimal tief in den Bauch ein und lass dann los beim Ausatmen. Tief einatmen und alles loslassen beim Ausatmen. Tief einatmen und ausatmen. Tief einatmen in den Bauch und weich werden beim Ausatmen. Lass deinen Atem nun in deinem eigenen, natürlichen Rhythmus fließen und spüre, wie du mit jedem Ausatmen immer tiefer und tiefer in die Entspannung sinkst. Du musst gerade nichts tun, nichts leisten. Diese Zeit hier gehört nur dir allein. Sollten Gedanken kommen, dann halte nicht an ihnen fest. Lasse sie einfach wie Wolken vorüberziehen und konzentriere dich dann wieder auf deinen Atem und meine Stimme. Entspanne ganz bewusst dein Gesicht, lass deinen Kiefer locker, entspanne Nacken und Schultern, entspanne deine Arme, deinen Rücken, deinen Bauch und lass die Entspannung über deine Hüften in deine Beine fließen. Lass die Schwere los. Und nun lenke deine Atemzüge ganz bewusst in deinen Brustkorb und öffne damit dein Herz für die allumfassende Energie, die uns umgibt. Stell dir nun das sanfte, weiße Licht des Vollmondes vor, wie es über dir scheint. Der Mond, La Luna, ist mit allem Lebenden auf unserer Erde verbunden und so auch mit dir. Vertraue auf das heilende und kräftigende Licht des Vollmondes. Ein neuer Zyklus beginnt und damit auch ein neuer Kreislauf für dich. Stell dir nun all das vor, was du nicht länger in deinem Leben haben möchtest. Dinge, die du gern verabschieden willst, weil sie nicht mehr zu dir und deinem Leben passen. Gedanken, Emotionen, Erfahrungen, Menschen. Lass diese negativen Energien und Emotionen los. Übergib sie dem Licht des Vollmondes. Jeden Gedanken, jede negative Emotion, jeden Streit, jede negative Begegnung,
Übergib das alles dem Licht des Vollmondes. Lass es ziehen, lass es gehen. Du brauchst es nicht mehr. Du wertschätzt jeden dieser Gedanken, Gefühle, Menschen, Erfahrungen. Aber sie passen nun nicht mehr zu dir und deinem Leben und dürfen gehen. Und nun überlege dir, was wünschst du dir aktuell aus tiefstem Herzen in deinem Leben? Was ist das? Stell dir vor, wie deine Wünsche von dem Licht des Vollmondes zusätzlich mit positiver Energie aufgeladen und in das Universum getragen werden. Stell dir bildlich vor, wie deine Wünsche in Erfüllung gehen. Wie wunderschön das ist, wenn du dieses Leben leben kannst, das Leben deiner Träume, das dir zusteht, weil du eine wundervolle Frau bist. Und stell dir nun wieder dieses sanfte, weiße Licht des Vollmondes vor und spüre, wie deine Energie, dein Geist und dein Körper gereinigt werden. Wie du aufgeladen wirst durch das Licht des Vollmondes, was jetzt durch deine Kopfkrone in deinen gesamten Körper fließt, deinen gesamten Körper ausfüllt, erstrahlen lässt. Du bist nun aufgeladen von Kopf bis Fuß in jede Zelle deines Körpers mit der kraftvollen Energie des Vollmondes. Diese Energie, die dir das alles Schwere genommen hat und dir weiter zusätzlich positive Energie für all deine Wünsche geschenkt hat. Atme diese Energie tief ein. Spüre noch einen Moment diesem Gefühl nach, diesem Gefühl der Entspannung, Leichtigkeit. Glückseligkeit. Danke dir für diese Zeit, die du dir gerade genommen hast. Für dich allein. Für deine Heilung. Für deine Entwicklung. Und nun stell dich darauf ein, langsam ins Hier und Jetzt zurückzukehren. Spüre die Unterlage, auf der du sitzt oder liegst. Nimm den Raum um dich herum wieder wahr. Bewege deine Füße und bewege deine Hände. Strecke dich, wenn du magst, gähne, wenn dir danach ist. Und dann atme noch einmal tief ein. Nimm frische, neue Energie auf. Und beim Ausatmen öffnest du einfach wieder deine Augen. Und spürst für einen Moment noch den positiven Gefühlen in dir nach.